Aufgabe B2.2. Vor dem Ausschneiden werden einzelne Maße überprüft. Berechnen Sie die Länge der Strecke AC, das Maß des Winkels BAC sowie die Länge der Strecke CD. Diese Größen sind bereits bekannt. Wir müssen also die Strecke AC berechnen. So, schauen wir nach, in welchem Dreieck die Strecke drin liegt, zum Beispiel im Dreieck ABC. ABC ist ein allgemeines Dreieck, das heißt, um Streckenlängen oder Winkelmaße zu berechnen zu können, brauchen wir entweder den Sinussatz oder den Kosinussatz. Schauen wir nach, welcher dieser beiden Sätze funktioniert. AC ist gesucht, die Strecke AB kennen wir mit 60 cm, BC kennen wir auch. Da wir ein gleichschenkliges Dreieck haben, ist die Strecke BC genau gleich groß wie die Strecke AD, also 35 cm. Und brauchen wir noch einen Winkel, der da ist auch bekannt aus gleichen Gründen, nämlich wir kennen BAD mit 75 Grad, dieser Winkel ist gleich groß wie dieser, da das Trapez gleichschenklich ist, also ebenfalls 75 Grad. Damit sind die Voraussetzungen für den Kosinussatz erfüllt. Strecke, Strecke, Strecke und ein bekannter Winkel. Also stellen wir auf. Wir fangen mit der Seite an, die gegenüber des bekannten Winkels liegt. Also AC Quadrat ist gleich die beiden anderen Seiten. AB Quadrat plus BC Quadrat minus 2 mal AB mal BC mal Kosinus des Winkels. Wenn ich jetzt nur die Strecke AC haben will, ziehe ich die Wurzel daraus. Also Wurzel aus AB Quadrat plus BC Quadrat minus 2 mal AB mal BC mal Kosinus des Winkels. Und kann jetzt meine Größen einsetzen. Wurzel aus AB Quadrat, also 60 Quadrat, plus BC sind 35, minus 2 mal 60 mal 35 mal Kosinus des Winkels, 75 Grad. Und da AC eine Strecke ist, brauchen wir noch eine Einheit, nämlich Zentimeter. So, das kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben und dann folgt für die Strecke AC eine Länge von 61,1 cm. So, als nächstes ist ein Winkel gesucht, nämlich der Winkel BAC. So, hier nochmal der große Winkel und jetzt ist der kleine Winkel hier gesucht. Wir schauen wieder nach, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel. Aha, in ABC. Was kennen wir von diesem Dreieck ABC? Es sind uns erstens alle drei Seiten bekannt. Die AC haben wir gerade ausgerechnet. Und zusätzlich noch ein Winkel. Ich könnte zum Beispiel den Sinussatz nehmen und sagen, dieser Winkel geteilt durch Sinus dieses Winkels geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Strecke ist gleich Sinus des anderen bekannten Winkels geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Strecke. Also der Winkel BAC nochmal im gleichen Dreieck mit Hilfe des Sinussatzes, also Sinus BAC geteilt durch die gegenüberliegende Seite, das ist die Seite BC. Ist gleich
Sinus des anderen bekannten Winkels, das war Winkel CBA, geteilt durch gegenüberliegende Strecke, das ist in dem Fall die Strecke AC. So, setzen wir alle bekannten Größen ein. Sinus BAC, der ist ja gesucht. Die Strecke BC war 35 cm groß, ist gleich Sinus von CBA, also Sinus 75 Grad, geteilt durch AC, das haben wir hier gerade ausgerechnet, also 61,1 cm. Das war jetzt mit Hilfe des Solvers lösbar. Oder mit Hilfe der Umformung. Dann würden wir rausbekommen, Sinus Winkel BAC ist gleich Sinus 75 Grad durch 61,1 cm mal 35 cm. Und das jetzt mit Hilfe von Sinus hoch minus 1 ausgerechnet, folgt der Winkel BAC ist ungefähr 33,6 Grad. So, fehlt noch eine dritte Größe, nämlich die Strecke CD. Ja, die Strecke CD liegt zum Beispiel in dem Dreieck ACD. So, schauen wir erstmal nach, was ist bekannt. Nun, die Strecke AC kennen wir. CD ist gesucht, AD ist auch bekannt. Bräuchten wir noch einen Winkel? Schauen wir uns mal an. Dieser Winkel hier wird noch benötigt, dieser zweite Teilwinkel. Aber da wir den großen Winkel kennen und hier unten diesen kleinen, lässt sich dieses Teilstück auch sehr leicht berechnen. Das wäre dann 75 Grad minus die Größe, die wir gerade ausgerechnet haben, also 33,6 Grad. Und dann halten wir den benötigten Winkel. Also Winkel CAD ist das jetzt. 75 Grad minus 33,6 Grad. Und das sind 41,4 Grad. So, also nochmal, der Winkel ist bekannt, diese Seite ist bekannt, die Strecke AC ist bekannt und CD ist gesucht, das heißt Seite, Seite, Seite und ein Winkel, das kann man mit dem Cosinus-Satz berechnen. Also wir fangen wieder mit der Seite an, die gegenüber des bekannten Winkels liegt. Das wäre in dem Fall CD. CD² ist gleich AB² plus AD² minus 2 mal AB mal AD mal Cosinus des Winkels. Wenn ich CD wissen will, ziehe ich wieder die Wurzel daraus. Und setze jetzt die Größen ein. AB sind 60 cm, AD waren die 35 cm. Minus 2 mal 60 mal 35 mal Cosinus des Winkels, den haben wir hier ausgerechnet, mit 41,4 Grad.
So, CD ist wieder eine Strecke, das heißt, es wird irgendwas in Zentimeter rauskommen. Geben wir es noch einmal in den Taschenrechner ein. Und dann folgt für CD eine Länge von 41,8 Zentimetern.